Jo Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Hoffentlich reißt heute die Reihe mal ab. Die Winning Streak von minus 8 ist nicht so ganz meins, deswegen spielen wir Isaac. Und spielen direkt gegen Pride. Ich könnte kotzen. Alter. Alter. Boah, warum Pride? Pride ist somit eine der schlimmsten Sünden. Dafür muss man aber sagen, haben wir Spaceland. Emperor. Emperor ist gut. Allerdings erst in den späteren Ebenen, wo man die halt wirklich skippen möchte. So, zack. Oder halt, um aus einem Sacrifice Room rauszukommen oder so ein Scheiß. Da kann man sowas bringen, aber naja. Okay. Ja, du bist dann. Ich hau ab vor dir, Herz. Ist eh wurscht. Oh, ich sehe was, was ich sehr, sehr gut finde. Unten rechts. Also so, mehr oder weniger unten rechts. Hiermit springe ich mehr Blöcke weg. Ja, genau deswegen. Genau deswegen springt man immer möglichst. Das ist ein geiler Run. Ich freue mich. Ich freue mich. Auch wenn wir da jetzt einen roten Herzen-Run rausmachen müssen. Warum habe ich eigentlich das Toll-Hub mitgenommen? Boah, jetzt Epic Festes. Wisst ihr was? Nicht mal Epic Festes. Nicht mal Epic Festes. Ich möchte Dr. Festes haben. Ich hatte noch. Ich hatte schon mal einen Epic Hack. Ach, nein, Epic Hack, sag ich schon. Einen, Epic Festes, Pyromaniac Run. Aber ich hatte noch nie einen mit Dr. Festes. Noch nie. Das würde ich jetzt gerade so hart feiern. Nee, eigentlich. Ich habe ja eh nicht genug Kohle. So, wenn ich die Wahl habe zwischen Pille und Karte, werde ich mich, glaube ich, immer für die Karte entscheiden. Weil die beste Karte. Ach, immer für die Pille entscheiden. Außer es ist eine der Ass-Karten. Beziehungsweise könnte ein Joker sein. Ranger. Weil die beste Karte, die man sonst haben könnte, ist der Hierophant. Und Hierophant ist. Da gibt's die Pille ja immer noch Walls of Steel. So. Außerdem ist es wichtig für den späteren Lauf alles klar zu haben, ob man welche Pillen man im Pool hat. So, okay, ja gut, ich kann zweimal die den Dings rerollen. Das Boss-Item. Das heißt, dreifache Chance auf den. Oh, nee, stimmt gar nicht. Ich krieg hier den scheiß Zwilling oder das lächerliche Damage ab. Kannst du bitte sterben? Danke. Oder können die. Nee, Blag geben die nicht, ne? Fuck you. Fuck you. Nein. Nein. Möchte ich auch nicht. Das ist ein Scheißteil. Das will ich absolut nicht. So. Okay. Weil die Stats jetzt random mischen, da kann ich richtigen Rotz rauskriegen. Da kann ich so Richtung Zolmic Run könnte ich dann kommen. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Nicht nach dem, was jetzt. Was mache ich denn da? Boah, ja, hätte ich es mal genommen. Also. Wobei, man muss sagen, es gibt schlechtere Ups.
Aber es liegt auch einfach daran, weil die Dings alle relativ gut sind. Die Boss-Items. Also der Boss-Item-Pool ist ein echt starker Pool, finde ich. Deswegen ist sehr Options ist auch eine meiner absoluten Lieblings-Items. Sehr Options ist für die Boss-Items, wenn ich mich richtig erinnere. Und sehr More Options, das Goldene, ist für den Gold-Key-Raum. Ja, komm. Könnt ihr gleich mal knicken. Haha! Sehr schön. Ja, ist okay. Jawohl. Nehmen wir. Jetzt muss ich eins testen. Ja, funktioniert. Okay, jetzt bitte Zäumig. Also ich weiß nicht, ob man das schon mal gesehen hat. Also ich hab's schon mal gehabt. Hatte aber damals keinen Pyromaniac und hab mich damit selbst gekillt. Aber Epic Hack mit Zäumig ist eins der geilsten Dinger. Es killt einfach alles. So, Bomben brauchen wir dementsprechend auch nicht mehr, außer um uns auf die Schnelle zu heilen. Entschuldigt. Zack. Oh, Damage Up. Das finde ich cool. So. Also das Problem bei Epic Hack ist halt, dass man sich sehr schnell selbst tötet. Ist wie mit Bob's Brain. Also Bob's Brain ist auch so ein Ding, was man am besten in einem Pyromaniac Run hat. Weil da macht's einem nichts aus. So. Mir scheißegal, ob da überall Flammen und Steine sind. Ich springe sie dir einfach weg. So sieht's nämlich jetzt aus. So, zack, 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 und? Ne, da ist er nicht. Zack, zack, nein! Nochmal bitte. Ich hab 20. Das ist das Spacebar-Item, ne? Gönn dir. Jo, wenn ich die nehme, dann habe ich den Run gewonnen. Also dann gibt's auch nichts, dann gibt's wirklich nichts mehr, was schieflaufen könnte. Und genau deswegen nehme ich sie halt auch nicht. Also das ist halt das, was ich meine. Also ich brauche jetzt halt absolut keine Bomben mehr. Alles, was jetzt noch mit Bomben zu tun hat, scheiß drauf. Außer halt, ich weiß gar nicht, ob die Bomben-Upgrades auf Epic Hack auch scalen. Das müsste ich mal rausfinden. Ich könnte auch mal ein bisschen zügiger machen eigentlich, weil das könnte ein Run werden, wo ich was freischalte. Ach ne, mit Isaac habe ich glaube ich alles, ne? Ne, habe ich gar nicht. Warum habe ich nicht alles mit Isaac? Isaac ist ein super starker Char. Wobei ich sagen muss, der Run ist einfach super stark. Also ich habe ja die Gold-Items, habe ich beide nicht reroad und das sind die beiden, die mich stark machen im Moment. So, zack. Ja. Hi. Zack. Könntest du bitte kurz... Danke. So, hier war denn... was mache ich da? Welches Item war denn als erstes?
Welches Item kam als erstes? Das Huhn oder das Ei? Welches Boss-Item hatte ich denn als erstes? Ach stimmt, da hatte ich Little Steven oder wie das Item heißt. Sehr schön. Uah, das war knapp. Alter, hier ist doch 100 pro... Ah, fuck. Echt nicht? Dann hier. Echt nicht? Okay, scheinbar echt nicht. So, wir gehen einfach durch. Monstro, hi. Warum habe ich schon wieder? Red Monstro. Ist Red Monstro weak? Stirb. Ja. Nein! Ja! Ja, und es gibt halt stärkere. Scheiß drauf. Fuck you. Ganz ehrlich, fick dich. Vor allem, das ist ein Range-Up. Ich möchte nicht noch mehr Range haben, weil dann fliegen die Tränen so ewig. Die lassen sich jetzt schon ultra schwierig zielen. Also ich hätte ehrlich gesagt lieber ein Range Now. Ja, komm, wir nehmen HP ab mit. Und warum ich das mache, ganz klar. Ich habe jetzt zwar den Nachteil, dass ich, später halt nicht runter bin auf einem Herz und damit nicht ständig den Polaroid-Effekt, nicht Polaroid, sondern doch Polaroid, ne? Klar, und das andere ist das negativ. So heißt es. Den Polaroid-Effekt trigger. Aber das der Vorteil ist einfach, dass ich mich mit Epic Hack und Pyromaniac damit voll aufladen kann. Je mehr rote Herzen ich habe. Ansonsten bin ich auch kein roter Herzen-Fan. Hm, toll. Danke. Das brauche ich jetzt. Weiter. Ja, komm hier. Stirb. Sterb einfach. Down. Down. Bist du nicht? Bist du nicht? Achso. Zack. Da. Fangt auf. So, hier. Wunderbar. Das war, glaube ich, sogar der Defense-Gegner. Oh ja. Bonis. Weg. Was cool wäre, wäre, glaube ich, Ludovico. Wie funktioniert denn Ludovico mit Epic Hack? Explodiert die Träne dann, sobald sie irgendwo was berührt? Ich glaube, dann explodiert die und respawnt direkt wieder. Das war, glaube ich, das Problem. Ja, ich habe gar kein Trinket, also von daher... bevor ich gar keins halt habe, nehme ich lieber irgendeinen Rotz. So, zack, zack. Zack, zack, zack. Ah, Range Up. Ah, nein! Nicht Range Up. Fuck. Range Up ist richtig rotzem. Oh, hä? Ach so. Ich habe erst gedacht, ich habe keine Schlüssel mehr. Dann habe ich auf die Schlüssel geguckt. Bin aber gar nicht auf die Idee gekommen. Hey, da sind noch Gegner. Hi! Was macht ihr hier? Du bist das Spacebar-Item, ne? You feel stumped. Ja, PhD würde ich sagen, gönnen wir uns. Achso, Pillen mitnehmen, bitte. I'm drowsy. So, PhD ist echt gut.
Keep your friends close. Na, ist glaube ich besser. Ist glaube ich wirklich besser. Zack. Ja, okay, keine Chance. Viel mehr Angst habe ich vor den schnellen Gegnern. Noch ein HP-Up. Ich habe aber auch keine Chance jetzt auf die Schnelle nochmal irgendwo mein D6 aufzuladen. Achso, hier ab hier. Hier kann mir eh nichts. Achso, nur dass ihr mich aus dem Raum rausspringen könnt. So, achso. Weiter. Ah, Curse of the Maze haben wir. Zack. 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 Ist auch nicht, scheiße. Zeit verschwendet. Zack. Zack. Hier. Yeah. Moment, Balls of Steel, nehmen wir. Health Up, nehmen wir. I'm drowsy. Ja, ist okay, aber halt. Oh, hi. Ja, hier, komm. Schnapp auf. Okay. So. Und Scheiße. Oh, ja, nehmen wir. Ach so, Moment, ich kann die komplett auszahlen lassen. So. Echt? So, komm schon. Ich brauch den IV-Bag. Alter, wie viele schluckt das Ding denn bitte? Na komm, geh kaputt! Hallo? Gab's da irgendwo eine Änderung, die ich nicht mitbekommen habe und die gehen nicht mehr kaputt? Hallo? Also ich mach das jetzt noch dieses eine Mal. Da haben wir. Da haben wir ein IV-Bag. Das Problem ist. Der IV-Bag ist zwar schön, aber ich finde den D6 immer noch stärker. Das fällt mir jetzt gerade mal ein. Scheiße. Okay. So. Erstmal wieder Zeit verschwenden. Vorher noch gesagt, ach so, scheiße. Vorher noch gesagt, hey, wir geben Gas und dann, wir spielen erstmal eine Runde. Ja, komm hier. Book of Secrets. Zack. Okay, danke. Ich komme wieder. Eventuell. Ach komm, scheiß Curse of the Maze. Alter, leck mich am Arsch! Oh, dann porte mich wenigstens in den vernünftigen Raum rein. So, zack. So, zack. Ja, okay. Jawoll! Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt wird, aber ey,
Ich will's auf jeden Fall versuchen. Das wird absolutes Chaos. Das wird richtiges Chaos, ey. Scheiße, warum hab ich den Rotz genommen, ey? Oh, fuck. Alter Gevatter. Das ist richtiges Chaos jetzt. Aus solchen Räumen habe ich halt Schiss jetzt. Scheiße, ey. Nein. Ich find's lustig. Aber jetzt brauche ich auf jeden Fall einen Tiersub. Also, auf jeden Fall. Hier, ich habe auch meine Monde, die um mich kreisen. Scheiße, nein, warum habe ich das gemacht? Hier, komm her. Eigentlich hätte ich ja gedrückt halt. Ja, tot. Ah, Krampus! Wobei, den mit Lamp of Coal jetzt, die ewig in der Luft sind, die Monde. Also, das könnte jetzt echt nice werden. So. Squeezy. Das ist ein Range-Up, ne? Oder, ne, ist ein Tiers-Up. Und halt die zwei Soul Hearts. So, weiter. Ich geh jetzt nicht nochmal in den Shop. Oder halt zurück, um zu rerollen. Im Übrigen haben wir einen Harpin freigeschaltet. Zack. Hier. Ihr wollt was? Hier. Ja, ich sag ja, es ist totales Chaos jetzt. Na komm, hier, Bomben. Sowas nehme ich jetzt, Bomben. Vor allem, das Ding kann echt stark werden. Also ich bin mir sicher, dass ich da das ein oder andere Ding one-hitten kann. Okay, wir brauchen mal kurz Hilfe. Steven, Damage up, danke. Ja, komm. Könnte Cricket Headlong sein. Flat Penny. Ist aber besser als das, was ich bis jetzt hab. Was haben wir? So, Judgment. Ja. Komm her. Was haben wir? Strange. Ja, okay. Komm her. Ja, ist okay. Ich hätte rerollen können. Fuck. Hab ich vergessen. Fuck, das hätte ich rerollen können. Und Strange bringt halt nur was, wenn man, wenn ich jetzt sowas wie Abaddon noch drin hätte. Ich wollte gerade sagen, das wird ultra schwierig werden. Aber es ging. Ja, okay. Perfektes Timing. Okay. Die jetzt zu treffen. Okay. Chaos! Jo, danke. Hier, da, bitte. Mach mal. So, hier, das. Schlüssel. Nein, ich werde meinen kompletten Run jetzt nicht rerollen. Ausnahmsweise mal nicht. Weil ich mag meinen Run gerade. Also, nicht den kompletten Run, sondern halt einfach die Items, die ich hätte. Das ist die 1. Boah, ich brauche echt Zäumig. Also, wirklich, ne?
Also, wenn ich mir jetzt ein Item aussuchen könnte, Zäumig. Sofort. Würde ich sofort nehmen. Oder diese braune Onion, ich weiß noch nicht, wie sie heißt. Ja, komm, jetzt macht sowieso nichts mehr aus. Nee. Ah, ist auch nicht gut, aber ja, okay, komm. Es gibt einen Grund, warum Samson so stark sein kann. Also es ist halt ein richtig starkes Damage-Up jetzt. Allerdings glaube ich nicht, dass ich jetzt noch großartig Damage brauche. Ich sag ja, ich bräuchte echt so entweder Ludovico oder Zäumig. Weil mit Zäumig wird der Run einfach nur wahnsinnig bescheuert. Weil dann kreisen um mich herum wahrscheinlich so 1000 Monde und es explodiert einfach alles. Da hatte ich wahrscheinlich nur noch in eine Richtung gedrückt und spreng mich selbst durch den Raum. Ja, komm, ich gönn dir raus. So. Hi. Ja, ich hasse diese blauen. In diesem Raum sind die blauen schlimmer als die grauen. Verdammt, ey. Oh, scheiße. Ah, ist eh wurscht im Moment. Ah. It was. Ew. Sticky Bombshot. Es ist eh wurscht. Verdammt, ich werde ja nicht getroffen dadurch. Blöd. Würde ich sagen. Ich wollte mich jetzt selbst damagen. Hatte aber im Kopf, dass ich ja geheilt werde dadurch. Und wollte dann das Soul Heart einsammeln. Ne, dann nehme ich den Flat. So, zack. Komm her. So. Okay. Ja, und? Komm her. Danke. Das ist aber keine XXL-Ebene, oder? Muss ich jetzt gleich noch kurz gucken. Nee, das ist Death 2. Jo, wie groß wird die denn bitte? So. Two of Diamonds, ja, boah, auf jeden Fall. Okay. Nehmen wir mit. Also, benutzen wir. Resistance brauche ich. Jera, eine Jera Rune. Jera. Jera. Das. Ach komm, wir nehmen hier Emperor und Gutes. So. Also ich hätte jetzt gerne so ein absolutes Range Down. Oder ein richtig heftiges Tears Up.
Mein Range Down sorgt dafür, dass die Dinger nicht mehr so lange in der Luft hängen. Sondern eher auf dem Boden. Da ist nichts wirklich Geiles drin. Jawohl. Drei Schlüssel erstmal. Was habe ich denn für Lack? Ich habe einen Nuller Lackwert und kriege drei Schlüssel aus drei Münzen. Danke. Und noch sechs Feiern kriege ich. Kriege ich zwei Soul Hearts oder? Hättest du mal. Danke. Ich glaube, die Sticky Bombs helfen sogar noch ein bisschen. Greed, ja, dich brauche ich jetzt. Ja, und genau den brauche ich auch, ey. So, hier, bitteschön. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich sag mal, ich würde jetzt zu einem Magic Mushroom würde ich jetzt nicht nein sagen. Wenn ich ehrlich bin. Alter, wie viele Schlüssel kriege ich denn hier? Moment. Ja. Gönnung. Ja, ich weiß es doch. So. Zack. Komm her. Okay. Dich nehmen wir. Dich nehmen wir. Schade, Pech gehabt. Dich wollte ich gar nicht nehmen. Ach, scheiße. Scheiß Guppies Hairball. Braucht kein Schwein. Wirklich, kein Mensch braucht Guppies Hairball. Es gibt nichts, was Guppies Hairball macht. Gar nichts. Das Einzige, warum man den überhaupt mitnimmt, ist, wenn man die Guppy-Verwandlung haben möchte. Und die kriege ich sowieso nicht zusammen. Ich meine, klar, es kann auch alles passieren und so weiter und so fort, aber das wird nicht passieren. Ja, komm, hier. Schnauze. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Viech? Fistula und Dinge zusammen? Nicht Little Chat, wie heißt er denn? Alter, wie groß werden die Tränen denn bitte jetzt? Eigentlich hätte ich mir das Ding für Charge aufheben sollen. Don't swallow the prize. Naja. So, hi. Das hätte so ein geiler Run werden können. Ich glaube, den verscheiße ich sogar noch, den Run. Also, der Planet hat mir echt den Run zerstört. Also, wirklich heftig. Telepilz. Ja, schlechter kannst du ja eh nicht laufen. Telepilz. Okay, wir machen das so. Ja, hier, da. Und jetzt einfach abwarten. Okay, einfach in die Mitte stellen und... Achso, der hat hier schon eine hängen. Achso, du... Hier unten noch nicht.
down, it's one of the prize. Interesting. Und hab dich. Achso, stimmt, ich hab den Dings ja noch. Warum kann mich nicht so ein Ding mal treffen? Bitte. Warum trifft das Teil mich? Wurscht. Yo, danke. So, hi. Ja, nice. Hallo? Explodieren. Mehr brauchen wir da auch nicht. Alter, wir brauchen echt kein Damage Up. Ich brauche echt einen Range Down oder ein echtes Tears Up, ey. Ich brauche ein heftiges Tears Up sogar. Yo, danke, Tod. Du bist der Beste. Du bist wirklich der Allerbeste. Okay, Leute. Also ich kann das noch schaffen, ist gar keine Frage. Der Run kann auch richtig geil werden. Ich habe nur die Hoffnung langsam echt aufgegeben, dass ich noch gute Items kriege. Zumindest nicht vor der Chest. Haha, Chest. Da. Jo. Was ich jetzt gerne hätte, wäre Guppy's Tail. Ich sag mal, Guppy's Tail wäre, glaube ich, jetzt ziemlich sick. Verdammt, nicht aufgepasst. Ja, komm, gönn dir. Ja, zur Soulhaut. Ja, zwei Schlüsselchen. Alles gut. Kriegen wir hin. Okay. Ich kenne schlimmere Räume in Cathedral. Also bis jetzt hatten wir auch noch keinen wirklich schwierigen Raum hier in der Cathedral. Und das ist eigentlich ziemlich einfach, mir einen schweren Raum zu geben. Weil das müssen nur genug kleine Mistviecher rumlaufen, dann habe ich schon echt die Arschkarte. Oder genug Scheiße rumstehen. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Und ich kann nicht fliegen. Hier sieht man es mal wieder. Fliegen wir echt stark. Also fliegen würde sehr, sehr viele Runs sehr, sehr viel einfacher bei mir machen. Wenn ich dran denke, werde ich diese Folge kreisende Monde des Todes nennen oder irgendwie so einen Scheiß. An was hängt er sich denn immer fest? Den Raum hatte ich echt noch nicht. Haha! Hab ich. Sehr schön. Ach, leck mich doch! Hier. Ich muss sowieso nicht mehr schnell machen. Verdammt. Okay. Aber Guppy's Tail wäre echt in der Kombination, die ich im Moment habe, wäre Guppy's Tail. Gönnt euch. Keiner im Raum ist... hat irgendwas gegen Explosionen.
Gegenteil, ihr könnt mich nicht mit Explosion besiegen. Also von daher, liebe Prides, zieht euer Ding durch. Ross wäre noch geiler. Ross kann nichts gegen mich machen. Der Antichrist. Zack. Nein. Tod, was machst du schon wieder hier? Ich hab dich schon gekillt. Ich hab den Tod schon gekillt. So. Mann, ey. Wie man den Run echt so versauen kann. Okay. Wie man einen Run so heftig versauen kann. Mit nur einem einzigen Item. Es ist wirklich nur dieses eine Item. Ansonsten hätte das alles Hand und Fuß, glaube ich. Aber durch dieses eine verkackte Scheiß-Item. Ich meine, ich habe es ja freiwillig mitgenommen. Ich wollte es ja sehen. Aber dass es so heftig scheiße wird, hätte ich nicht gedacht. Was lernen wir daraus? Nimm Little Planet nur mit, wenn du genug Tears-Ups hast, dass du eigentlich so einen Ring um dich herum erzeugen kannst. Und vor allem, wenn du da. Was soll mir der bringen? Also was macht er jetzt? So. Gehen wir mal durch. Zack, zack. Oh, danke. So, weiter geht's. Ja, also wie gesagt, Tears Up oder irgendwas, was dem zugutekommt. So bringt das echt nichts, ey. Schade eigentlich. Ich hätte es gerne geil gehabt. Oh. Das ist eine Full Health Pille. Pheromones. Ach komm, scheiß drauf. Range up. Health up. Up. iPhone Pills. I'm drowsy, kann ich mir echt gut vorstellen damit. Also gegen Isaac. Deswegen. Full Health. Full Health. Und dann gönnen wir uns Isaac. So, jetzt aber. Hier, gönn dir. Klatsch. Ja, komm. Hier. Ja, hier. Da. Schnapp dir die Sticky. Verdammt, dadurch, dass er immer abhaut, wird die Sticky nie groß genug. Verflucht! Verflucht seist du, Isaac! Isaac! Gönnung! So. Who is lost? Okay. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Oh, den wollte ich eigentlich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Aber es gibt auch Schlimmeres. Das sind die kreisenden, explodierenden Sensen des Todes. Oh, scheiße, ey. Oh, scheiße, ist das cool. Es ist total random.
Ich brauch so dringend ein Tears ab, ne? Das gibt's gar nicht. Die kreisenden Sensen des Todes schlagen wieder zu. Alter, brauch ich Tears ab? Das gibt's gar nicht. Wenn ich jetzt Zäume kriege, dann weiß ich schon, wie ich die Folge nenne. Kreisenden Mini-Sensen des Todes. Nein, die kreisenden explodierenden Mini-Sensen des Todes. Wir wollen ja genau sein. So. Leider kriege ich hier nur Bomben und so einen Scheiß. Ist hier in diesem Raum kein Ausgang? Komm mal wieder, keine Sorge. Achso, dich kann ich mal nehmen. Plug! Oh shit. Oh shit. Aber eigentlich gar nicht so schlecht. Wobei ich glaube, ich dürfte genug Schlüssel haben. Weil ich kriege hier irgendwie aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund. Contract macht das aber nicht, oder? Dass ich keine Kisten mehr bekomme, sondern nur noch die Drops. Ist das ein Nebeneffekt davon? Danke. So, zack. Ich kann mich, glaube ich, selbst nicht sprengen. Stimmt, ich kann einfach stehen bleiben. Ich kann zig von den Dingern spawnen. Okay. Dazu muss ich aber auch erstmal ein paar von denen spawnen. Aber ist nicht tragisch. Haben wir es ja hingekriegt. Oh, Ross! Hi! Ciao! Haben vorhin noch über dich gequatscht. Yay! Ich kriege im Shop jetzt alles umsonst. Und ja, das funktioniert wirklich. Zumindest hat es mal funktioniert. Das Tanuki-Blatt ist echt cool. Das ist halt irre praktisch. Wenn man so Sachen hat, auf die man warten muss. Haha, der hat... Jawohl, Cancer. Aber Cancer bringt mir fast gar nichts. Oh scheiße, ich brauch so Säumig, ne? Okay, habe ich jetzt hier alles durch? Bitte sag nein. Ja, habe ich. Also hier ist nichts mehr. Fuck. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Oh. Hi, Gertie. Ich glaube nicht, dass du allzu viel machst, aber sicherheitshalber bleibe ich stehen. Danke. Ah, verdammt. Zurückgehen. Ich muss zurückgehen. Ich muss zurück. Oh, Batterien. Hier ist es, glaube ich, irgendwo. Ja, klar. Ist klar. So. Gut, dass Guppies Hairball inzwischen so groß ist, dass da nichts mehr dran vorbeikommt. Es ist nicht Judas Shadow, ne? Ich glaube, das ist nicht Judas Shadow.
Weil das wäre eine Wiedergeburt. Und ein Damage-Up, aber ganz ehrlich, ich brauche keinen Damage mehr. Wohingegen so ein kleiner Begleiter? Scheiß drauf, gib mir. Was macht die scheiß Papstmütze nochmal? Die war nicht geil. So viel weiß ich. Also nicht geil genug. Kein schlechtes Item, aber halt nicht geil genug. Mit sowas ist Ludovico wieder geil. Wobei, ich kann eigentlich trotzdem stehen bleiben, weil Rotten Baby die ganze Zeit am Fliegen spawnen ist. So. Da, zack. Komm schon, Rotten Baby. Zeig, was du drauf hast. Na gut, dann halt nicht. Verdammt. Okay. Ich sag ja, Ludovico wäre jetzt echt geil. So. Komm schon. Ja. Mach mal. Okay. Ja, Daddy Footleg. So, ist hier was gedroppt? Ich hab's leider nicht richtig mitbekommen. Scheinbar nicht. Okay. Hier. Erstmal zurückgehen, die Pubs müssen mit zu rerollen, weil scheinbar kriege ich hier gar keine Items mehr. Hier. 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 Hier hoch. Hier. Ich hoffe, dass das damit scaled. Ich hoffe es einfach. Also ich weiß, die gehören zu ein und derselben Verwandlung. Epic Hack und dich habe ich ewig nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Haha, so früh. Hätte ich mal vorher gebraucht. Das ist Super Roth. Da weiß ich, dass die mitscaled. Okay, ich hätte einfach hier durchgehen können. Weil das ist ganz wichtig, dass wir jetzt mal so langsam Damage bekommen. Es ist ultra wichtig, weil uns fehlt unheimlich der Damage. Also wirklich unheimlich. Ist ja fast nicht mehr anzusehen, wie wenig Damage wir hier haben. Okay, kann ich mitnehmen, aber... iPhone Pills. One makes you larger. Something's wrong. Range up! Woo! Range up. Something's wrong. One makes you larger. Garantiert nicht. The fool. Ah, never something's wrong. Ja.
und... Okay. Ich weiß noch nicht, wieso ich keine Kisten bekomme. Und das in der Chest. Ja, schön, jetzt habe ich drei volle Aufladungen. Und kann nichts damit anfangen. Geil! So, ich bin, glaube ich, alles durch, ne? Ich glaube, ich bin alle Räume durch. Gott, im Himmel, habe ich einen Frosch im Hals. Nee, hier unten bin ich noch nicht durch. Komm schon, irgendeine Kiste. Warum habe ich so ein Pech, ey? Ja, ist gut. Du, Toni. Yeah, Bomben. Ah, Schlüssel. Geil, danke. Genau die brauche ich. Da unten war ich. Hier war ich. Hier war ich auch. Da geht's zum Eingang. Ja, damit habe ich die Ebene durch und dementsprechend würde ich sagen, hoffen wir auf das Beste, dass ich einen Void Run kriege. Stirb einfach. Lass einfach stecken und stirb. Und bitte, 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 bitte. Ja! Ja! So, jetzt wird der Run interessant. Ab jetzt wird er interessant. Ho, 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 ho. Alter, ist das ekelhaft. Curse of Light. Alter, ist das ekelhaft. Da oben ist ein... Ich möchte mal sagen, das ist perfekt gewesen. So. Okay. Moment. Okay. Okay. Jetzt hätte ich gerne eine Teleporter. Irgendeine Teleporter. Karte, Pille, irgendwas. Danke. Also bevor ich in den Bossraum reingehe, möchte ich gucken, ob ich irgendwo was herkriege. Ja, okay. Ach stimmt, ich habe den Flat Penny nicht mehr. Brauche ich aber auch nicht, weil Schlüssel habe ich sowieso genug. Dass die kein Boss hier sind, das ist eigentlich schon eine Frechheit. Könnten wir zumindest mal einen Fool oder so droppen. Ist mir eigentlich wurscht, was für ein. Wäre cool, wenn ich so langsam überhaupt mal einen Boss sehe. Ey Leute, hier sind normalerweise so 7-8 Bosse auf der Ebene. Wo sind die alle? Ich hab
keine Shrinkshots. Warum war das ein kleiner Gegner? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Zwei Doppelräume, also diese Viererräume nebeneinander und dann mit Doppeltüren verbunden. Ich habe zwar schon also diese 2x2 Räume gesehen, die direkt nebeneinander sind, aber noch nie, dass die eine Doppeltür dann haben. Mann, wo sind die Bosse? Ekelhaft, die Viecher. Okay, da ist zumindest mal einer. Der erste Boss. Schauen wir mal, ob wir noch einen kriegen. Weil bei meinem Glück ist das jetzt Hasch. Ne, nicht Hasch, Delirium. Bitteschön. Ah, verdammt! Außerdem, warum kriege ich jetzt scheiß Kisten? Ach komm. Ach, Headless Horseman. Nein. Ach, auch nicht. Wo ist ein Nachgab? Ah, wir nehmen Lackup mit. Ach, ist auch noch ein Range-Up. Ups. Oh. Mach hin. Fuck. Ja, das war's mit der Kiste. Ach komm, scheiß drauf. Jucken die Ohren. So. Okay. Oh. Praktisch. Nee, also noch kann ich ja. Ist das auch nicht, oder? Ach, du bist scheiß Delirium! Fuck you! Ja, Mutter. Warum bist du denn fucking Delirium? Vor allem jetzt killen mich die Stickies. Fällt mir gerade mal auf. Dadurch, dass Delirium ständig seine scheiß Form ändert, killt mich das jetzt gerade. Oder killt das gerade mein Damage zumindest. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Okay. Was ist das denn? Wait, what? Moment, wie habe ich dem denn jetzt auf einen Schlag so viel abgezogen gehabt? Really? Ich meine, for real? Okay, ich besiege die anderen Boss jetzt auch noch. Ist mir egal. Ist mir egal. So. Na, du bist der Möchtegern-Pin, ne? Fliegen! Demon Wings, Gönnung. So, schauen wir mal. Jetzt kommt Gimpy.
Ernsthaft? Ja, nehmen wir Halo. Gott, ich habe echt einen Frosch im Hals. Ist echt ekelhaft. Zack. Zack. Nach rechts ein Boss? Ah, doch nicht. Okay. So. Und zack. Mehr als drei Bosse sein. Sagt mir einfach, wo sie sind und ich flieg direkt hin. Block. So. Ja, okay. Wenn das jetzt Täter. Ja, das. Oh, the moon. Oh! Das ist aber echt praktisch. Okay. Vielleicht hier? Nee. Der König des Raums bin immer noch ich. Das sind die Blockgeister. Okay. Ja, Chedepilz. Okay. Mom's Heart. Ewig nicht gesehen. Könnte auch eventuell daran liegen, weil ich es schon 10-mal besiegt habe. Ja, komm. Ja, hi. Nein. Nein. So, jetzt erstmal in den Secret Room zurück. Da holen wir uns dann nämlich. Ne, Moment. Wir nutzen die Zeit jetzt, die wir haben, um das Item aufzuladen. Nutze ich jetzt, um einen Boss zu finden. Einen zweiten. Oder einen zusätzlichen halt. So, damit ich das Item dann rerollen kann zur Not. So, hi. Ja, ist gut. Jetzt brauche ich auch keine mehr. Ja. Und jetzt ist auch kein Champion hier. Hat sich voll gelohnt, hier sich rauszuporten. Im Übrigen ist das mit Ludovico ist das Tanuki-Blatt echt OP. Wenn man dann eine vernünftige Tier hat, ist das so geil. Weil die Tier ja permanent existiert. Und man dadurch einfach ein Hindernis irgendwo vor sich stellen kann. Danke. Oh, Satan, hi. Du in Void. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Zählt das dann als Satan besiegt? Ich meine, es ist kein Mega-Satan jetzt, also. Aber Satan selber besiegen ist ja auch nochmal einer von den roten Stempeln. Und nein. Ja, sowas. Sowas hätte ich gerne. Von sowas hätte ich auch gerne mehr. Ey, komm. Ich hab in der. Ja, gibt's Schlimmeres. Halo Flies.
Also gibt echt schlechtere Items. So, jetzt muss ich aber gucken, dass ich eventuell ein Item bekomme, was mir sehr gut gefallen könnte. Ich wüsste auch welches. Das ist es nicht. Das ist es leider nicht. Zack. Und das wäre ein Spacebar-Item. Und ja, komm hier. Friss Gappis Herbal. Okay, kriegen wir noch drei Räume zusammen? Kriegen wir. Achso, das ist. Ich wollte gerade sagen, was kommt denn da von oben? Na klar, verstanden. It Lives und Mom's Heart? Beide? Okay, Void ist merkwürdig. Das. Auf sowas hab ich gewartet. Auf Shielded Tears. Shielded Tears ist echt stark. Da, komm her. Wo bist du? Da bist du. Latch Key. Death Key. Latch Key ist ja der mit der Kette. Nee, dich will ich. Will ich erst recht nicht. Ja. Jesus Juice! Habe ich noch irgendwo Batterien? Ich glaube nicht. Ich meine, da unten in der Kiste könnten noch welche drin sein. Aber ich glaube eher, dass es das jetzt war mit diesem Run. Telepills. Ja. Zack. Zack. So, hier. Ah, da müsste es irgendwo sein. Ah, Moment. Was mache ich denn da? Schwachsinn. Ich guck gerade echt nur auf die Karte. Flieg so nach Gefühl. Und nee. Da hätte auch sowas wie eine Pille 48 Energy drin sein können. Aber wir haben noch nicht alle Pillen durch. Schade. Hätte gerne einen Endless Run draus gemacht, aber. Ah, so jetzt. Habe ich so Void geschafft. Ich muss noch gucken, was das da hinten für eine Pille ist. Ich werde die Telepille auf jeden Fall nochmal benutzen, weil, ja, sowas wie Random Error Raum wäre auch cool. Something's wrong. The Moon. The Moon. Zack, zack. Also Random Error Raum wäre echt geil. Wäre echt geil jetzt. Aber ich bezweifle es ganz stark. Jo. Bezweifle ich zu Recht ganz stark. So, wo bin ich? Da bin ich. Wo war denn der Boss? Ich glaube, der war hier, ne? Also. Der Dirim war hier, glaube ich. Da oben. Also oben links der. Was ist denn hier für ein Trinket noch? Ach so, ja, klar. Gut! Ein erfolgreicher Run! Geil! Hehehe.
Ja. Stirb, Alsek. Bad, 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 bad. I'm the devil. Me, bad. Me. Und tot. Missing. Ach ja, wie ich alles echt liebe. Na, 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 na. So, damit haben wir auch The Void geschafft. Danke. Hatte ich aber schon, ne? Ja, das ist unten rechts das Ding. Gut. Ja, erfolgreicher Run. Die Serie wird gebrochen. Ich sag doch, mit Isaac schaffe ich das. Leute, wenn es euch gefallen hat, like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einem absoluten Chaos Run bei Isaac Afterbirth Plus. Haut's rein, bis dahin. Ciao, ciao.